Hi Leute, kleine Dinge ganz groß rausbringen kann man mit der Makrofotografie und deswegen schauen wir heute mal ganz genau hin. So Leute, um euch ein bisschen was zur Makrofotografie zu zeigen, sind wir rausgegangen hier in dem Park, gleich bei uns um die Ecke. Ist ganz schön frisch heute um die Jahreszeit, von daher so viel Krabbelfiecher werden wir hier nicht vorfinden. Aber die eine oder andere Blüte, Pflanze oder auch Beere finden wir garantiert, um euch zu zeigen, wie sich so ein Makroobjektiv verhält und was man dabei beachten muss. Gestern im Artikel haben wir euch ja schon ein bisschen was zu Makros erzählt. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und einige User haben uns geschrieben, dass sie doch gerne mehr Vergleiche hätten. Von daher machen wir das heute einfach mal. Wir vergleichen ein 100 mm Makroobjektiv mit dem Kit-Objektiv, was wir auch auf 100 mm einstellen. Im Artikel gestern gab es ja dieses eine Bild mit dieser 1-Euro-Münze. Von daher zeige ich euch mal, wie das Ganze aussehen kann. Ich gehe jetzt so nah wie möglich ran an die Münze, mache das Foto. So. Okay, jetzt bin ich so nah wie möglich dran, dass er noch scharf stellt. So, nun nochmal dasselbe Foto mit dem Kit-Objektiv eingestellt auf 100 mm. Ich gehe wieder so nah ran wie möglich, dass ich scharf stellen kann. Okay. Ja, das war das Foto mit dem Kit-Objektiv. Sonnenblenden sind ja an sich eine coole Sache, die verhindern, dass so streulich von der Seite kommt. Aus meiner Erfahrung her ist es aber so, dass bei manchen Makroobjektiven die auch extrem stören. Denn man kommt meistens nicht nah genug ran und stößt dann halt schon an. Oder man nimmt sich extrem viel Licht weg, weil die Sonnenblende einfach zu viel abschattet. Von daher kann man die Sonnenblende auch einfach abnehmen und man nutzt wirklich die komplette Naheinstellgrenze aus und kann dann halt auch so nah wie möglich ran. Nochmal ein Vergleich für euch. In dem einen Foto gestern im Artikel, da seht ihr ja so Beeren und dass ihr auch wirklich seht, dass es Beeren sind und keine Äpfel, denn auf den ersten Blick sah es bei mir am Monitor so aus wie halt irgendwie Äpfel, halte ich einfach mal so ein Centstück an die Beere und daran sieht man halt wirklich gut, wie nah man wirklich und vor allen Dingen wie bildfüllend so ein Makroobjektiv die Fotos aufnimmt. Was ein bisschen tricky in der Makrofotografie ist, ist die richtige Schärfentiefe im Bild zu finden, denn weil ich mit so einem Makroobjektiv so nah rangehen kann, ist der Bereich, der im Bild scharf dargestellt wird, auch wirklich sehr, sehr klein. Will ich den größer haben, schließe ich einfach die Blende. Und noch eine Besonderheit, die man bei Makroobjektiven oft findet, ist der Schalter für die Autofokusbegrenzung. Der kann wie hier 3 Stufen haben, kann aber auch 2 Stufen haben. Das ist je nach Objektiv und Hersteller unterschiedlich. Der begrenzt den Bereich, den das Objektiv scharf stellen soll. Denn der Fokusbereich von so einem Makroobjektiv, der ist ziemlich groß. Und wenn man jetzt mit dem Autofokus fotografiert, dann kann es sein, wenn man ganz nah dran ist, dass der so ein paar Probleme hat. Der zoomt dann irgendwo hinten auf unendlich, zoomt dann wieder ran. Um das Ganze ein bisschen effektiver zu machen, kann ich einfach einstellen, okay, liebes Objektiv, begrenze ich mal einfach auf den Bereich 0,3 bis 0,5 Meter zum Beispiel. Und dann habe ich einfach den Vorteil, dass es viel, viel schneller ist und gar nicht erst bis unendlich fokussieren kann. Nutze ich es anders ein oder will was weiter weg fotografieren, dann schalte ich es einfach wieder auf voll und das Objektiv ist quasi eingestellt, dass es auch Motive, die weiter weg sind, fotografieren kann. Das war's zur Makrofotografie. Die wichtigsten Dinge habt ihr nur mitbekommen. Da gibt es noch mehr Sachen wie so Zwischenringe und Retroadapter. Mehr dazu, aber auch vor allem, wie man mit einem Makroobjektiv fotografiert und coole Bilder machen kann, gibt es dann in weiteren Videos. Hat euch dieses Video gefallen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Auf der Seite seht ihr noch die Links zu den anderen Kanälen und alle wichtigen Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis dann!